Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Star Wars The Old Republic. Wir sind immer noch im neuen Add-on Knights of the Fallen Empire und im Kapitel 8, das heißt Abflug. Und wir müssen hier gerade zur Gravestone entkommen. Wir sind nämlich hier im Asyl und das wurde gerade von Arkan angegriffen, dem bösen neuen Imperator, der seinen Vater umgebracht hat. Ja, das war jetzt ein Spoiler, aber ihr habt es ja selbst so gewählt. Ihr habt hier eingeschaltet. Also, Arkan ist hier, der hat seinen Vater umgebracht und will uns jetzt auch erledigen. Hat er bis jetzt aber nicht geschafft. Und seine Schwester ist auch eine ganz böse. Seine Mutter Senja hilft uns. Die ist also irgendwie übergewechselt zu den Guten. Naja, wenn man von den Guten sprechen möchte, weil wir sind ja eigentlich Imperiale. Die Imperialen sind ja eigentlich die Bösen, wobei die Rebellen ja auch manchmal den Todesstern zerstören und da auch hunderttausende Menschen umbringen im Endeffekt auf diesem Todesstern. Also wer hier wirklich böse und gut ist, kann man ja eigentlich gar nicht so einschätzen. Mal sind die Sturmtruppen für die, mal die Klonkrieger für die. Also ist alles ein bisschen sehr verwirrend. Ist alles ziemlich, ja ich sag mal, eine graue Zone, so eine Grauzone, wo man nicht sagen kann, wer hier wirklich wer ist. Aber auf jeden Fall die Ritter von Sakul, hier seht dann mal, das sind ja eigentlich die, die jetzt von diesem Imperator, aber nicht dem Imperator der Imperialen, sondern des Imperators von Sakul. Also der eigentlich aber auch unser Imperator ist, also ganz verwirrend. Ja, die Story müsst ihr euch wirklich mal reinziehen. Das ist also irgendwas mit Geschichte und so, die so ein bisschen, ja, sehr verwirrend ist. Also ich habe es nicht so richtig verstanden. Angeblich ist dieser Imperator von Sakul der Imperator, der auch unser Imperator ist. Also der von den Sith und so. Aber total verwirrend. Warum? Wieso? Keine Ahnung. Okay. Das war jetzt also mal die Kurzzusammenfassung, die ich selber noch nicht so richtig gerafft habe. Da steht er in der Mitte, das ist er, und der wurde von dem Linken dort dann umgebracht. So, die Rechte hilft ihrem Bruder. Ich hätte nach Dantooine gehen sollen. Ja, ich auch. Es gibt einen Frachter, der zu einer Welt namens Hutter fliegt. Ich nehme ihn. Mit meiner kleinen, unkoordinierten Geschichte gerade eben habe ich versucht, so ein bisschen das Rumballern und Weglaufen zu verkürzen, also euch ein bisschen damit abzulenken, weil ihr seht ja, hier dauert's richtig lang. Man muss also jetzt zur Gravestone zurück und hat alle 3,7 Meter hier diese Sprungtruppen heißen sie hier, nicht Sturmtruppen. Und da seht ihr den Angriff von Arkan mit seinen Raumschiffen. Die Gravestone, ja, steht da in ihrem Hangar. Ein Glück können die nicht zielen, treffen die Gravestone also die ganze Zeit nicht, schießen immer vorbei, haben alles Betrunkene an den Steuerleitpulten. Also irgendwie ist das alles sehr... Ich bin im Moment so ein bisschen von der Story so ein bisschen enttäuscht. Und das liegt so ein bisschen an den ganzen Problemen, die so passieren. Also zuerst führt uns Senja zu irgendwelchen Sakul, ja, Jüngern, irgendwelchen religiösen Fanatikern, die uns dann aber auch wieder nicht richtig helfen. Dann kommt der Arkan, den wir dann aber auch relativ gut besiegen können. Und also den haben wir jetzt schon im letzten Teil bekämpft. Dann ist Senja gegen die Mutter am Kämpfen und ja, irgendwie ist das alles sehr, sehr, ich sag mal, hergezogen, aus den Fingern gezogen. Einfach nur, damit man so ein bisschen die Gegner sieht und damit man mal gegen die gekämpft hat. Aber so wirklich eine klare Story, hier ist ein ganz klarer Angriff, man verliert, einer gewinnt oder sowas, gibt's halt hier nicht. Immer überleben die dann am Ende noch und können wieder fliehen. Und es ist also irgendwie, ja, wie gesagt, ich kann nur sagen, dass ich jetzt so seit Kapitel 8 nicht mehr so begeistert bin. Ich habe echt gedacht, das wäre ein bisschen klarer alles. Klar, so ein Angriff hier auf das Asyl, was jahrelang ohne Probleme hier existiert hat und wo jahrelang diese komischen Jünger hier gewohnt haben, die jetzt uns angeblich verraten haben. Ja, also ist es alles, ne? Jetzt auf einmal greifen sie an, die Arkan-Flotten. Und vorher war das Asyl jahrelang ohne, dass es einer gefunden hat.
ihr merkt schon, ich bin nicht ganz so begeistert hiervon. Klar, sie hätten uns jetzt verfolgt, heißt es, oder wir wären verraten worden. Aber als wenn jahrelang noch kein anderer hier dieses Ding verraten hätte. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt gleich endlich mal bei der Gravestone. Ihr seht's, auch total unnötig. Man ist Level 65. Das sind hier fast alle, die hier in dem Bereich leveln in Kapitel 8 sind und ein bisschen was Erholungsexp hatten. Und man hat nur Sprungtruppen vor sich. Die lassen ja auch nichts Besonderes fallen. Ja, da droppt vielleicht mal irgendwas Grünes, wenn man ganz viel Glück hat. Boah, heute bin ich aber richtig negativ eingestellt. Habt ihr das auch gemerkt? Also, nee. Ich warte echt mal auf so ein tolles Story-Event, wo man sagt, ja, das macht jetzt mal Sinn. Na, vielleicht passiert ja jetzt mal was Sinnvolles. Gucken wir doch mal. Wir sind bei der Gravestone. Immerhin, ich soll mit Lana sprechen, stand da gerade. Und jetzt lädt er ein bisschen länger. Ah. Probleme. Ich hoffe, der Hyperantrieb gehört nicht dazu. Scorpio hat ihn repariert, aber Arkans Truppen haben die Andock-Vorrichtungen blockiert. Wir sitzen fest. Wir können die Gravestone nicht aufgeben. Die Flotte wird uns in Stücke schießen. Koff und HK sind auf dem Weg zum Steuerholm, aber sie brauchen Hilfe. Keine Sorge. Die Gravestone ist in guten Händen. Holt unseren Captain Blondie. Ich meinte Miss Benico. Ihr wart nicht sehr nett zu meinem Bruder. Jetzt müssen wir eure Freunde töten. Arkan war nur zum Aufwärmen. Ihr steht auf mich. Geht. Das ist eine Familienangelegenheit. Waylin. Hallo, Mutter. Koff und HK brauchen uns. Gehen wir. Okay, wir müssten also die Andock-Klammern lösen. Sind natürlich hier zurückgelaufen zu Gravestone, alles umsonst gewesen. Jetzt können wir uns nochmal durch die ganzen Ritter von Sakul schlagen und durch die Sprungtruppen. Okay, den gleichen Weg nochmal und das gleiche Problem nochmal. Kann ich also eigentlich wieder weiter von der Story erzählen? Also, zum Beispiel draußen der Kampf jetzt. Die Mutter mit der Tochter. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass einer davon stirbt, oder? Das wird doch die ganze Story kaputt machen, ja? Die Tochter ist eine ganz fiese, die Mutter soll uns helfen, ist unser Gefährte. Davon stirbt bestimmt wieder keiner. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird doch gar keinen Sinn machen. Wie sie den Kampf dann auflösen, weiß ich auch noch nicht so wirklich. So, und das ist auch hier was, wo ich immer sagen muss, tausende Sprungtruppen, tausende Ritter von Sakul, aber von den Guten, von unserer Mannschaft, da stirbt nie einer. Na gut, es ist halt Star Wars, ne? Irgendwie die Guten sterben nie. Aber irgendwie ist es sowas von unrealistisch immer. Als hätten die nicht alle ein extremes Kampftraining genossen, irgendeine Grundausbildung und hätten immer nur gelernt, besoffen neben die Ziele zu schießen. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist alles ein bisschen Quatsch. Okay, nee, vor allen Dingen, wenn man so viele Gefährten hat. Wenn ich alleine bin, klar, da bin ich der Megaheld,
Der darf natürlich nicht sterben, obwohl, wenn er falsche Sachen macht, stirbt er ja auch mal. Aber die ganzen Nebenbegleiter und Gefährten, die sterben ja eigentlich nie. Die ganze Story bleibt ja immer gleich. Okay, das Ma ist gestorben. Vor 9 Kapiteln. Vor 8 Kapiteln. Habe ich das jetzt auch verraten? Oh mein Gott, sorry. Aber, ne, das war auch so eine Nebensache. Ein Kapitel läuft man mit ihm rum, dann stirbt er mal auf einmal. Das ging auch ziemlich zügig. Warum bin ich heute eigentlich so schlecht drauf? Ist Vollmond oder so? Naja, wir sind jetzt weiter. Ich bin mit Master Fontaine bei der Sicherheitsstation der Freizone. Und sollen nun wieder noch immer zu Koss. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal hier aus dem einen Gebäude raus, aus dem ersten Gebäude, und sollen da vorne ins zweite Gebäude. In die Sicherheitsstation der Freizone. Dann überspringen wir das mal. So, gehen jetzt hier rein. Hier ist der Aufzug. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Jetzt kämpft Lana noch. Jetzt bin ich einmal weitergelaufen, weil ich nicht jeden umbringen wollte. Und jetzt muss ich schon wieder zurücklaufen. Tja, habe ich umsonst gekürzt das Ganze. Und so, Lana, das hättest du auch mal alleine machen können mit den 3 Asylbürgern, die dir geholfen haben. Aber nee. Oh, mich nervt, dass sie dieses Hin- und Hergerenne auf dem Asyl und immer weiter Sprungtruppen, das hätten sie echt ein bisschen kürzen können. Wo kommen wir denn jetzt an? Jetzt fahren wir mit dem Aufzug in die Freizone. Hier waren wir auch schon. Im letzten Kapitel mussten wir hier durch diesen Bereich schon mal durch. Da haben wir nämlich Senja gesucht. Jetzt rennen wir hier wieder lang. Ich habe es jetzt mal gekürzt, das hat mir gereicht. Hier in der Zone waren wir auch schon mal. Mensch, jetzt gehe ich schon nicht täglich in die gleichen Innis, damit ich nicht immer das gleiche sehe. Jetzt machen sie die Kapitel genau da, wo ich schon überall rumgelaufen bin. Also sehe ich wieder nichts Neues. Die Gegner sind, seit ich Level 60 bin, immer die gleichen. Immer Sprungtruppen, Sprungtruppen. So. Ihr Armen, ihr müsst euch heute was anhören von mir. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das so sieht, aber ich glaube, so Abonnentenzahlen und so, die zeigen ja eigentlich schon, dass nicht jeder damit zufrieden ist. Ich meine, das hat sich zwar durch Free-to-Play ein bisschen gebessert, weil dadurch kostet es natürlich nicht mehr monatlich Geld. Aber so lange wie Leute binden, mit 3 Charakteren hier durchzulaufen, 3-mal übers Asyl, 3-mal den gleichen Weg, ich glaube nicht, dass so viele das machen werden. So, sind wir denn jetzt endlich mal an einem Punkt, wo ich noch nicht war und wo mal was passiert, was mal neu ist? Wo kommen wir denn jetzt hier an? Die Sprungtruppen. Ach, lang nicht mehr gesehen, so Sprungtruppen, ne? Dann mache ich die doch einfach mal weg. Treffen tun sie mich ja sowieso nicht. Da hätten sie auch Statuen hinstellen können oder Crash-Test-Dummies oder sowas. Okay. Oh, jetzt aber. Hier passiert mal was. Ich glaube, die hatten vor ein paar Kapiteln mit irgendeiner Frau gehandelt von Koss, seiner Mannschaft. Da haben wir die Frau gerettet. Ja, und jetzt gucken wir mal, was Koss zu sagen hat. Jetzt geht's wohl mal weiter mit der Story. Das gesamte Netzwerk abgeriegelt. Er hat die Kontrolle über die Turbolifts, Panzertüren, Andockvorrichtungen und was weiß ich noch alles. Wir brauchen die Hauptüberbrückungsstation. Sie befindet sich auf dem Steuerholm. Ich habe HK einen Weg freimachen lassen. Einräumung. Ich habe Ihnen eine Spur aus Fleischsäcken hinterlassen, der Sie folgen können. Ich sichere alle Türen zum Steuerholm. Da kommen keine Fleischsäcke. Verstärkungen mehr rein. Aber jemand muss diese Engstelle halten. Das ist mein Job.
Senja ist bei der Gravestone mit Valen beschäftigt. Es liegt an euch und Koff. Valen ist beim Schiff? Meine Crew. Sie verschaffen uns Zeit. Nutzen wir sie. Wenn wir die Gravestone nicht befreien, sind wir tot. Also los. Ui, habt ihr gehört? Also, Arkan hat hier die volle Kontrolle im Moment. Und wir müssen gucken, dass wir jetzt eine Fähre zum Steuerholm nehmen. Da vorne, ah, da fliegt auch was weg. Da vorne steht wohl auch eine Fähre. Wir wollen also unser Schiff befreien. Wir müssen nur mal schauen, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Und uns, ja, versuchen, Sprungtruppen dran zu hindern. Das habe ich jetzt mal abgekürzt, weil wieder ein paar Sprungtruppen hatte ich jetzt keine Lust zu. Und dann kam ein Kampfläufer. So, und dieser Kampfläufer, der ist natürlich ein bisschen was stärker. Der will uns dran hindern, hier wegzufliegen zu dem Steuerholm. Und da steht es auch in der Quest, besiege den Kampfläufer. Wir können also nicht einfach so hier weg jetzt. Arkan hat all seine Spielzeuge mitgebracht, sagt Lana Beniko. Und jetzt gucken wir mal, ob wir ihn besiegen können. Er ist ein 65er Kampfläufer, wir sind ein 65er imperialer Agent, Scharfschütze und... Jawohl. So, da müsste doch ein bisschen Metall drin sein in dem. Plündern wir ihn mal. Und jetzt können wir die Fähre nehmen. Es geht weiter. Mal gucken, wo der Steuerholm ist. Wie weit wir da fliegen müssen. Sehr schön. Imperator Valkorion spricht mit euch, oder? Hat er irgendwelche Ratschläge? Er straft mich mit Schweigen. Wahrscheinlich geht ihm gerade viel durch euren Kopf. Der Imperator ist ein großer Mann. Wenn jemand euch helfen kann, Arkan auszuschalten, dann er. Seine Macht hat einen hohen Preis. Ich will ihm nichts schuldig sein. Schulden kann man bezahlen. Tut, was für die Galaxis am besten ist. Erinnerung, die Gravestone wird immer noch belagert. Du bist frei von der Kontrolle deines Vaters. Du musst Arkan nicht dienen. Du kannst diesen wahnsinnigen Krieg aufhalten. Wir sind dir nicht gefolgt, als du Vater verlassen hast. Warum sollten wir jetzt auf dich hören? Die Hauptüberbrückungsstation ist direkt voraus. Was immer geschieht, ich möchte, dass ihr eins wisst. Es ist eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. So, jetzt machen wir wieder einen auf imperialen, süßen, netten Agent. Einfach alle umflirten hier. Mal gucken, wie wir den jetzt rumkriegen. Koth, seid bloß vorsichtig. Sonst werde ich noch rot. Darum mache ich keine Komplimente. Finden wir diesen Droiden.
Na, das war doch mal wieder eine richtig lange Szene. Und vor allen Dingen sind wir jetzt mal in einem neuen Bereich hier vom Asyl im Steuerholm. Jetzt sehen wir mal wieder was Neues. Trifft dich mit HK55. Der soll hier oben irgendwo sein. Da vorne erwartet uns wohl ein Aufzug. Da müssen wir wohl erstmal den Ritter aus dem Weg räumen, damit wir dort einfach zum Aufzug kommen. Das ist jetzt wieder nur noch ein 64er. Also wieder ein bisschen einfacher als eben der Kampfläufer. So. Und schon ist er weg. Mal gucken, wie viele wir noch vor uns haben. Da stehen noch ein paar. Und jetzt werden wir die auch noch erledigen. Die sind auch noch nicht mal in Silber oder Gold. Die können wir einfach so erledigen. Und dann erwartet uns schon der Aufzug. Das ging ja jetzt schnell. Mal gucken, was dann oben ist. Oder, ja klar, der Steuerholm ist ja ganz oben in der Luft. Dann gucken wir mal, was da oben ist. Vielleicht können wir auch rausschauen und mal den ganzen Bereich sehen. Das wäre ja auch mal ganz interessant. So, da die Ecke brauchen wir jetzt nicht mehr zu gucken. Also, wo geht's jetzt hin? Frachtaufzüge. Fahren wir mal hoch, würde ich sagen. Ja. Oh, hier ist es windig. Und da ist Captain Lasna Dello Trea. Boah, was ein Name. Und die möchte uns wohl nicht hier so einfach durchlassen. Das ist weit genug, Fremdling. Genau. Dann musst du jetzt sterben. Wir müssen hier vorbei. Ach, da ist HK55 auch schon. Das geht hier richtig zügig jetzt. Ja, da kämpfen aber auch noch ein paar Sprungtruppen mit. Ich glaube, die mache ich zuerst mal weg. Sonst machen die alle so ein bisschen winzig Damage. Und wenn die weg sind, macht nur hier die Chefin den Damage. So ist das besser. Okay. Da kann man den Schaden ein bisschen besser einschätzen. Wo kommt welcher Schaden her oder so. Aber man kriegt ja eigentlich so viel Heilung durch seinen Begleiter, dass einem nicht mehr viel passiert. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Dass das alles jetzt wirklich sehr solo playable ist. Man braucht ja jetzt wirklich keinen anderen Spieler mehr, um die Geschichte zu machen und sowas. Auch die Gruppeninstanzen, die Flashpoints, wurden ja sogar zu Solo-Flashpoints gemacht für die Stories. Also, dass man auch die Stories ohne Gruppen durchspielen kann und so. Ich finde es ganz gut. Vor allen Dingen, dass man auch die Flashpoints mal sieht und nicht immer hoffen muss, dass man eine Gruppe hat, die das auf die Reihe bekommt. So. Und jetzt haben wir den Captain auch. Jawohl. Was weiß HK55 jetzt Neues? Jetzt wird's spannend. Da ist ein ganzes Bataillon Sakurritter auf dem Weg zu euch. Sie kennen unseren Plan. Ich finde Arkan immer noch nicht im Sicherheitsnetz. Er ist verschwunden. Ich kümmere mich mit HK um diese Ritter. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Gravestone fliegt. Um jeden Preis. Tapferkeit im Angesicht des Todes ist nur attraktiv, wenn man überlebt. Versprecht mir, dass ihr lebendig zurückkommt. Noch romantischer ist es, wenn ich zurückkomme und fast tot bin. Unterstützung. Ich kann nicht tödliche Wunden verursachen, wenn das ihrem Balzritual zuträglich sein sollte. Der Kanal ist immer noch offen. Na, das war doch jetzt mal eine lustige Sequenz zum Thema Romantik. Wir schaffen das schon. Und ihr bestimmt auch. Was für militärische Ausbildung war gelinde gesagt unorthodox? Diese Ritter wissen nicht, wie sie sich gegen ihn und HK verteidigen sollen. Wir haben wieder einen großen Schritt geschafft und werden bald im Steuerholm sein. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen, auch wenn ich nicht ganz so positiv gestimmt war. Das wird aber beim nächsten Mal wieder besser. Lasst mir doch ein Like da und ein Abo. Und wie immer, bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Bis demnächst. Bye, bye.